Weißt du, ich weiß nur, wie du rauskommst, weil du kommst nicht mehr rein. Sag, wie man rauskommt. Ja, vom Wolkenkratzer springen oder so irgendwas in der Art. Ja, aber super krass. Ich kenne einen, der will sich immer umbringen, ne? Erzählt mir dann immer davon. Und ich mache mich jetzt, am Anfang habe ich das noch ernst genommen, ne? Da war ich auf einer Party, rufte mich an. Wo ist es denn? Oh ja, ich bin hier gerade in Japan. Bitte Mikrofon muten. Ich bin jetzt mal vom Wolkenkratzer. Ach so. Ja, dann. Ne? Und so ein Zeug, ne? Und der hat mich nicht gerade. Dann habe ich dir gefragt, warum willst du dich so umbringen, ne? Und er sagte so, größtenteils aus deiner Weile. Ja, das ist doch nicht so schön, ne? Und dann war ich in Japan und bin dann eines der Länder mit dem ganzen Messer getroffen. Bin hingegangen mit dem strumpfen Brotmesser und hab probiert, sich damit halt aufzuschließen. Das hat natürlich geklappt. Das ist geil, ne? Da hat mich auch mal wieder keine Ahnung, ich finde das echt nicht. Und dann habe ich ja einfach mal schon mal lustig zu machen, ne? keine Ahnung. Meistens, die was reden von uns reden, die dann gängig. Das besteht dann, dass ich das nicht springen würde, ne? Ich würde das wahrscheinlich springen, wenn das hoch ist, ne? Und könnte ich mich immer noch umentscheiden, ohne hier Folgeschäden davon zu sagen. Und es ist halt so sicher, ne? Also, wenn es hochgenommen ist, ne? Aber ich finde, sowas sollte man nicht die ganze Zeit sagen. Also, ich finde das so vor allem, wie gesagt, er macht es ja eh nicht. Und dann machen sich immer Leute Sorgen um ihn und so. Und es ist auch ein bisschen blöd, ne? Aber egal, ne? Das wäre übrigens mal hier ein hochinteressanter Talkcast, aber er hat irgendwie keinen Bock drauf, leider. Aber das wäre echt hochinteressant, ne? Ja. Und ja, der muss ja irgendwie umbringen, was? Ja. Der Typ ist total geil. Der Typ, der hat schon Aktionen gebracht, das kannst du keinem erzählen, ne? Das ist irgendwie nicht von dieser Welt. Egal, aber... Ich habe jetzt irgendwas eingebaut mit Bildschirmfreigabe und dann stottert das, glaube ich, automatisch so irgendwie wie ein Copyright oder so. So einen Ton hört man, glaube ich, normal, aber die muss aber dann erstmal hier also, ja. Ich habe mir vorhin nicht gesagt, dass ich das nicht über so eine. Wir freuen uns, glaube ich, das nicht mit zu sein. Ich frage mich, wie komme ich denn gerade telepathisch? Nee, Toni, nee, der ist einfach gerade hier im YouTube-Chat. Ach so, okay, verstehe. Ja, was ist denn jetzt hier, denke selber, mach doch mal. Mach doch mal. Alle guten Dinge sind drei.
Da geht es. Da geht es. Das ist die Krabbe, oder? Ich finde, das ist ziemlich schön so. Ha? Oder? Ja. Oder? Ja, schon. Aber das, das ist jetzt der neue Film, oder? Ich denke. Ja. Ja. Also der Film ist wieder nicht fertig. Was kann ich tun, mich Christian erzählen? Ich habe mir gerade ein bisschen was überlegt.